Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der Elektroniker 2014 in München. Ich begrüße heute bei mir Herrn Bernd Heinrich, Key Account Manager für Electroloop. Herr Heinrich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen. Vielleicht zu Anfang eine ganz kurze Unternehmenseinführung, damit wir wissen, was für Produkte Sie bei Electroloop haben. Ja, Electroloop als Brand der HK Ventures Limited ist schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Marktsegment der Elektronikfertigung aktiv. Die Firma wurde noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges von Henry Kingsbury gegründet und hat sich zum Anfang eigentlich damit befasst, Kontaktschmiermittel zu entwickeln für elektrische Kontakte verschiedenster Natur. Und peu à peu hat sich daraus alles weitere entwickelt, also über Reinigungsprodukte, über Schutzlacke, Vergussmassen bis hin zu einer weiten Palette an Wartungs- und Serviceprodukten, die wir inzwischen auch vertreiben und anbieten. Und wo ist Ihr Hauptsitz? Ja, der Hauptsitz selbst ist in Ashby de la Souche, hört sich jetzt französisch an, ist aber in Mittelengland, also unweit von Birmingham. Und dann haben wir noch eine Fertigungsstätte, die ist in einem Außenbezirk von Peking angesiedelt, also um einfach den asiatischen Markt zu bedienen. Und was für Märkte sprechen Sie an? Sie haben jetzt natürlich England und China erwähnt, aber Sie sind wahrscheinlich eine global aufgestellte Firma. Die Firma ist weltweit präsentiert. Natürlich haben wir verschiedene Betriebsbüros eben in Deutschland, in Frankreich, in Brasilien, in Australien, in China natürlich, in England. Und dann sind wir präsent über eine ganze Reihe von Distributoren, mit denen wir zusammenarbeiten, verschiedenster Natur, sowohl Katalogdistributoren als auch spezialisierte Distributoren, die eben auch Design-In machen bei Kunden und mit Kunden halt auch dann direkt über Projekte sprechen, wie wir das auch tun. Sie sind Key Account Manager für eine bestimmte Region? Ja, die Region ist Zentral- und Südosteuropa, in der ich unterwegs bin, also doch schon ein etwas größeres Projekt. Mhm. Und wir sind jetzt hier auf der Elektronika, aber traditionell stellen Sie auf der Produktronika aus und hier sind wir oder sind Sie jetzt zum ersten Mal präsent. Das ist richtig, und zwar die Produktronika ist seit vielen, vielen Jahren, solange ich die Firma kenne, unsere Leib- und Magenmesse sozusagen und passt auch vom Fokus her ganz einfach, weil dort ist die Elektronikfertigung einfach zu Hause. Und vor 2 Jahren sind wir dann mal über die Elektronika, ich gehe natürlich immer über die Elektronika, aber wir haben uns die Messe dann mal genauer angeschaut und haben eigentlich auch festgestellt, dass es eine Messe ist, die man unbedingt mal besuchen sollte. Denn seien wir ehrlich hier, wenn wir hier die Tore zumachen, dann können wir immer noch mit einer Menge unserer Kunden reden. Ja? Mhm. Und insofern ist es natürlich auch interessant, hier präsent zu sein, einfach sich auch zu zeigen. Und wir haben hier 2 Messestände, auf denen wir unterwegs sind. Einmal hier im Bereich der Halle A6, also ich sage mir jetzt mal Automotive-Halle, also zu den Themen Schutzlacke, Kontaktschmiermittel, Gießharze und in der Halle B1, wo es dann mehr um die Thermal Management Produkte geht. Also gleich 2 Stände. Ja, 2 Stände. Ja. Ja. Sind dadurch dann die Kunden, die Sie hier antreffen, dieselben wie auf der Produktronika oder sehen Sie da ein breiteres Spektrum oder ein spezialisierteres Spektrum an Kunden, die Sie die anfinden? Die Elektronika ist vielleicht sogar noch etwas internationaler als die Produktronika. Da hat man auf der Produktronika vielleicht so einen 50-50-Mix, was die Kontakte anbetrifft, aber hier ist die Internationalität halt noch einfach viel, viel größer. Und da das für uns das erste Mal ist, müssen wir auch erstmal schauen, was am Ende des Tages wirklich dabei rauskommt und inwiefern sich dann die Kontakte ergeben. Electroloop ist ja von Hause aus darauf auch spezialisiert, mit Kunden zusammen Projekte und eben auch Produkte für Kunden zu entwickeln. Und insofern bin ich schon ziemlich optimistisch, dass wir hier den einen oder anderen interessanten Lead bekommen. Was ist so das Feedback oder was sind die Hauptherausforderungen und Trends, die Sie von Ihren Kunden so mitbekommen? Ja. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen ein bisschen. Oh Gott, in die Zukunft, das ist immer schwierig. Also natürlich in unserem Portfoliobereich zum einen Temperatur. Also sprich,
was Schutzlackierungen, was Vergussmassen anbetrifft, einfach, dass der Temperaturbereich, die Anforderungen immer weiter werden, sowohl zum einen im Automobilbereich, alles, was unter der Motorhaube steckt, ja, dort in den Hochtemperaturbereich hinein, aber auch im Bereich Sensorik, dass man eben auch den Tieftemperaturbereich nicht außer Acht lassen darf, sondern den auch voll mit bedienen muss. Und dann im Bereich der Thermal Management Produkte, dort wird es auch immer heißer. Also sprich, Leistungshalbleiter, die immer höhere Temperaturen auch selbst generieren, aber auch in den Temperaturbereichen arbeiten können, dass die eben natürlich dann auch alles andere nach sich ziehen, wie eben auch unsere Wärmeleitpasten oder eben halt auch andere Wärmeleitmaterialien, die wir herstellen. Also das sind so die Haupttrends, die Sie hier feststellen können? Ja, wir stellen auch natürlich hier im Bereich der Schutzlackierung zum Beispiel Lacke aus, die eben Verbesserungen haben in Bezug auf die Handhabbarkeit. Also ein Stichwort ist nicht aromatische Lösemittel in Lacken. Ja? Mhm. Es stinkt nicht mehr. Ja? Mhm. Und natürlich auch Lacke, die schneller wieder handhabbar sind, also sprich schneller berührungstrocken, die eine bessere Haftung ausbilden auf den verschiedensten Substraten. Ja, all diese Dinge, die natürlich als Forderung schon immer am Markt sind, aber die eben immer weiter getrieben werden. Mal schauen, effizienter werden und von der Qualität her wahrscheinlich dann auch natürlich erhöht werden. Absolut. Qualität, Effizienz und Kosten sind immer so die drei Schlagwörter, die immer wieder in allen Branchen so ganz oben stehen. War interessant, mit Ihnen heute zu sprechen. Mit zwei Ständen sind Sie wahrscheinlich hin und her gerissen zwischen sehr vielen Gesprächen. Also vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Sommer. Danke. Ja.